Ja, immer das Gequietsche hier, da muss mal WC50 dran oder wie das heißt. Ja, also, Scherz beiseite. Ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem neuen Joscha und Dexter Video. Und zwar sind wir hier wieder in der Nähe von Viernheim, beziehungsweise hier eigentlich Lampertheim. Grenzt aber auch direkt an Mannheim ran, aber müsste noch Gemeindegebiet Lampertheim sein. Und zwar haben wir hier noch ehemalige Liegenschaften der US-Amerikaner, kalte Kriegszeit. Hier haben wir auch Munitionslagerhäuser. Das Ganze nennt sich PSP 54 und PSP steht für Pre-Stock Point. Wir haben hier insgesamt 36 Munlagerhäuser und hier gibt es auf jeden Fall auch eine technische Besonderheit, die wir aber auch da drüben schon auf dem ROSP-Gelände gesehen haben. Da bin ich da aber gar nicht drauf eingegangen. Ich weiß auch nicht, warum ich da drüber weggegangen bin. Aber irgendwie habe ich es gar nicht thematisiert. Habe mich aber schlau gemacht, beziehungsweise Relikte.com Manfred hat mich schlau gemacht, weil er nämlich auch nochmal recherchiert hat. Auf diesem Wege dann auch nochmal vielen Dank, Manfred, für deine Recherche-Großtat. So, jetzt bin ich gerade etwas irritiert, weil ich hier vor mir... Das sieht merkwürdig aus. Ach, es geht ja nur so hoch. So, Schotter ist das. Ja, komisch. Also es sah von Ferne aus wie eine sehr merkwürdige Struktur. Egal. Wir gucken uns jetzt diese 36 Moonlagerhäuser an. Ich nehme jetzt nicht an, dass ich euch alle davon abfilmen werde. Das sind im Endeffekt die kleineren Moonlagerhäuser, die wir auch von der anderen Seite der Autobahn her auch schon kennen. Und bin aber ganz gespannt, ob wir hier, wie gesagt, technisch noch ein paar genauere Eindrücke von der Geschichte bekommen. Ja, und das hat mich hier gerade so irritiert. Hier geht es nämlich steil, der Bergnuff. Und zwar sind wir dann hier schon auf dem Gelände der ehemaligen Liegenschaft. Wir haben hier drei parallel verlaufende Wegungen. Einmal hier, dann im Endeffekt rechts und nochmal wieder nach rechts. Also das wäre dann die westliche Richtung. Es geht einmal da runter und es geht einmal hier runter. Hier befinden sich schon die ersten Moonlagerhäuser. Und wir fangen jetzt einfach mal hier an und gehen hier nach links und schauen mal, was es da gibt. Ja, hier haben sich natürlich mittlerweile auch so kleinere Wege, Trampelpfade etabliert. Ne? Außensicherung ist hier nicht mehr vorhanden. Ich habe keine Zaunelemente, nichts mehr gesehen. Und das Ganze stellt sich jetzt erstmal beim ersten Blick so dar. Das kennen wir von drüben auch. Wir gehen mal eben ein bisschen näher ran und schauen hier mal, ob wir noch andere Dinge erkennen können. Diese Sachen hier zum Beispiel, diese Zuleitungen in den Bunker rein. Hier rechts ist auch noch was, beziehungsweise guck mal, wie viele hier sind. Da war auch noch mal, also irgendwo muss hier auch noch mal eine ehemalige Struktur gewesen sein. In das Moonlagerhaus hineinführend sehe ich jetzt nichts davon. Ich sehe also nur wirklich die da rauskommen, aber ich sehe hier keine Öffnung mehr. Nun ja, haben wir hier auf jeden Fall. Hier haben wir auch noch so eine Dose. Ist mir bei den anderen auf der anderen Seite nicht aufgefallen. Und worauf wir eingehen wollen, das ist diese Klappe und wofür diese Klappe hier war. Da fehlt mir jetzt allerdings noch so ein bisschen Material, weil wir haben ja hier eine Kette dran und normalerweise steht diese Klappe eben auch auf. Die ist eigentlich vom Zustand her nicht geschlossen. Aber wie gesagt, wir gucken mal, ob wir da noch ein bisschen bessere Struktur finden, wo ich es noch besser erklären kann. Und dann filmen wir die ganze Geschichte da nochmal diesbezüglich ab. Und sobald wir da was zu Gesicht bekommen, nehme ich euch wieder an die Leine. Und da sind wir auch schon am nächsten Moonlagerhaus, die 1947. Ich habe jetzt gerade gar nicht drauf geachtet, was auf dem anderen stand. Einzelne Nummern, die hier nochmal wieder angebracht sind, habe ich bisher nicht gesehen. Kann auch sein, dass das übergesprüht wurde. Werden wir bestimmt gleich nochmal was zu Gesichte bekommen.
So, und hier können wir die ganze Struktur schon erkennen. Es handelt sich hierbei, und es wird manchmal auch gemutmaßt, dass wenn hier innen drin irgendwelche Drücke entstehen, dass die hierdurch dann entweichen können. Das ist, wenn man das mal genauer betrachtet, natürlich unrealistisch. Erstens, irgendein Druck wird hier nicht entstehen. Wenn, dann wird hier ein Explosionsdruck entstehen. Das heißt also, der ganze Bums fliegt hier auseinander. Dann wird diese kleine Öffnung nicht dafür sorgen, dass diese große Tür hier drin bleibt. Dann gibt es so ein Geschepper und dann fliegt das alles auseinander. Dieses Teil hat eine andere Bewandtnis. Und zweitens, warum das auch keinen Sinn macht, man kann es ja aufstellen. Warum sollte man also eine Klappe, die nur zur Druckminderung da ist, falls hier was explodiert, warum sollte man diese Klappe aufstellen? Was hätte man davon? Diese Klappe muss eine Belüftungsklappe sein. Und zwar haben wir hier oben eine Konstruktion. Und das müsste auch, also nach meinem Dafürhalten, ist das hier original noch eine Vorrichtung mit hier einem Schmelzpunkt. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Aber wenn es hier von außen warm wird, wenn hier ein Waldbrand entsteht, wie auch immer, dann sollte sich dieses Metall, deswegen ist das hier auch nicht geschlossen, das ist nämlich eben offen und hier auch, dann wird es sich auseinanderbiegen und der ganze Bums fällt hier runter und verschließt das Munitionslagerhaus. Dafür ist das. Das ist hier eine Fallsicherung. Hier haben wir nochmal so ein Fallgewicht dran, was eigentlich nicht sein muss. Die Klappe selber ist schon schwer genug, die fällt sowieso darunter. Aber die Konstruktion geht natürlich auch nicht anders. Ich muss hier schon was haben, um das hier oben arretieren zu können. An der Klappe selber hätte man jetzt, sage ich mal, eine ziemlich lange Kette dahin spannen müssen. Also ist man wahrscheinlich auf Nummer sicher gegangen und hat hier nochmal auch so ein Fallgewicht oben mit angebracht. So, das sollte die technische Erklärung hier für diese Belüftung gewesen sein. Wir schauen gleich auch mal, ob wir noch in eines dieser, in eines dieser Moonlagerhäuser reinkommen. Vielleicht steht eins auf. Wir haben ja immerhin 36 Stück zur Auswahl und wir waren gerade erst beim zweiten. Also, ja, bleibt dran. Wir machen hier jetzt unseren Weg hier weiter fort. Ja, nochmal eben kurz zur zeitlichen Einordnung. Gestern war ich bereits einmal kurz hier vor Ort. Es war so heiß und so schwül. Ich konnte hier, hätte das mit dem Hund nicht verantworten können, hier zu filmen. Deshalb habe ich das gar nicht erst gemacht. Bin dann aber nach Mannheim reingefahren. Und da habt ihr vielleicht diesen kleinen Teaser gesehen von dem zeitgeschichtlichen Museum Mannheim, was ich da aufgenommen habe oder auch aufnehmen durfte. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Das war wirklich eine runde Sache da. Wirklich sehr nette Leute und das hat halt gut funktioniert. Und das war auch an dieser Stelle nochmal, wenn ihr dieses kleine Werbevideo noch nicht gesehen habt, schaut da ruhig mal rein. Dauert nicht einmal 2 Minuten, werden schon ein paar ganz gute Eindrücke vermittelt. Und ich sag mal, ist auf jeden Fall jeder Besuch wert. Hier fehlt mir irgendwas. Da hatten wir gerade eine andere Struktur. Und deshalb könnte es sein, dass hier sowieso was fehlt, dass man diese Schmelzsicherung da entnommen hat, irgendwann einmal. Aber muss da eigentlich dran gewesen sein. Gut, wir gucken mal, wie es bei den anderen Moonlagerhäusern da noch aussieht. Steht hier auch noch rum. So, gehen wir mal weiter. Oh, 1950. Hier ist gar nichts mehr übrig. Klappe ist unten. Ja. Da vorne ist auch schon das Ende der Schleife. Da geht es einmal nach rechts rum. Also ich gehe auf jeden Fall einmal komplett übers Gelände, aber ich denke auch jetzt nicht, dass ich jedes der Munitionslagerhäuser filmen werde. Ich habe gerade auch schon eins ausgelassen. Da liegen halt ganz viele Äste dann davor und ja, so wichtig ist es ja jetzt auch nicht, die
Eindrücke, beziehungsweise wie die Moonlagerhäuser aussehen, das haben wir jetzt auch schon zur Genüge gesehen. Aber einfach mal eben hier, um da doch ein halbwegs komplettes Bild dieser Anlage abzubilden. Das war in dem anderen Bereich einfach 1951, das war in dem anderen Bereich einfach aufgrund der Größe und der Zerschnittenheit auch oder Anordnung der Bunker war das an dem Tag einfach nicht möglich. Dann wollen wir das hier mal so ein bisschen nachholen und komplettieren. Gut, wir gehen jetzt hier um die Kurve rum und ich nehme euch dann gleich wieder dazu. Von links kommen wir, da war ja die Kurve, hier sind wir auf dem Gelände, hier haben wir die nächste Anordnung schon, da haben wir die 1928. Ja, die sieht halt auch, wie lang das ist, ne? Bis von hier bis zum Horizont. Nur Schütterrasse. Ich zähle die jetzt auch noch mal eben einmal durch, hier die ganze Geschichte. Wobei ich das auf dem Geländemodell auch machen könnte. Ach ja, Geländemodell. Blende ich euch auch mal eine Übersicht ein, wie das hier aussieht, dass ihr mal auch seht, wie geordnet das dann hier ist. Im Gegensatz, ne, zu dem taktisch sehr aufgeteilten und getrennten auf der anderen gegenüberliegenden Seite. Hier haben wir, ne, das ist glaube ich auch nur aufgemalt da oben von irgendwem später, na, schwer zu beurteilen. Ja, egal, wir gehen hier mal weiter. Das sind jetzt glaube ich auch nicht die super Eindrücke. Insgesamt hat sich natürlich auch hier die Natur sehr viel wiedergeholt. Was ich aber immer schön finde an solchen Geländen ist dann ja doch, dass man sie einfach begehen darf, ne? Dass das hier offen ist, dass es das hier quasi eine Freizeitfläche ist, das ist natürlich eine schöne Sache. Da kann man sich dann wieder nicht beschweren drüber. Und ich habe irgendwie auch, tja, vom Gefühl her, auf dieser Seite finde ich es irgendwie angenehmer als auf der gegenüberliegenden. Ich weiß nicht warum, aber man hat das ja manchmal so, dass irgendwelche Eindrücke einem das wahrscheinlich vermitteln. Ja, nächstes Moonlagerhaus. Hier auch das gleiche Bild. Auch leider nichts mehr zu erkennen. Ja, 19, weiß ich nicht, 30. Ja, 30, müssen 30 gewesen sein. Stimmt, das andere war dann die 29, das war die 30 hier. Okay. Ich gehe hier weiter und ja, bei der nächsten Auffälligkeit schalte ich euch dann wieder dazu. Ja, hier vorne links wie rechts geht dieser kleine Putt durch, den wir gerade am Anfang auch schon gesehen haben, in die erste Reihe. Hier haben wir noch ein Moonlagerhaus. Ja, hier hat jemand was für Rituale hingebaut. Ja, was auch immer hier geschieht. Wir gehen hier weiter. Ich habe jetzt gerade, ja, ich glaube, 3 Stück ausgelassen. Eben weil es immer das, natürlich immer das Gleiche ist, so gesehen. Wir gucken jetzt noch mal hier, was uns hier noch geboten wird an Eindrücken. Und dann gehe ich auch einfach geradeaus weiter und mache dann noch mal die Schleife dann nach links runter. Und dann schalte ich euch spätestens da wieder dazu. So, hier haben wir die 1935. Da gucken wir noch mal eben kurz. Hier steht auch die Klappe offen. Oh, super. Hier sehen wir auch mal was Vernünftiges. Was heißt was Vernünftiges? Dexter, komm mal hier hin. Komm mal hier hin. So ist prima. Ich versuche das mal so einigermaßen einzufangen. Ich hoffe, dass ihr da oben diesen Pinökel seht, der da oben rauskommt. Da war früher entsprechend der Lichtmast oder wie auch immer der Scheinwerfer befestigt. Der ist nämlich an ganz vielen der Munitionslagerhäuser ist da nichts mehr von zu sehen. Und deswegen habe ich den in meinem ersten Video auch überhaupt nicht thematisiert. Ich habe nämlich kein Munitionslagerhaus gesehen, wo so ein Ding dran war. Oder ich habe schlichtweg übersehen. Aber eigentlich bin ich ja immer recht akribisch, was das anbelangt. Und gucke da auch. Aber es hat mich schon ein bisschen verwundert. Aber es ist eben so. Also haben wir angesprochen, da oben der Binörkel, da war mal das Licht. So, dieses Teil ist mittlerweile so eingerostet, dass es einfach auch so aufstehen bleibt. Vielleicht hat auch jemand da einen Schweißpunkt gesetzt. You never know. Gut, wir gehen, oh, fast gegen den Baum gerannt hier. Wir gehen jetzt weiter die Straße runter.
Bis gleich. Ah, guck hier, ein Moonlagerhaus weiter. Ist das Ganze noch mal ein bisschen besser zu erkennen. Also wenn da gerade zu viel Ast davor war, hier haben wir das Teil. Dann filme ich euch das noch mal so. Guck mal, ist wieder. So, weiter geht's nicht. Das sind die Übrigbleibsel davon. Wie es mal ausgesehen hat, wäre auch eine interessante Geschichte. Aber ja, wird sich jetzt hier für uns wahrscheinlich auch nicht mehr darstellen. Gut, bisher leider noch keines der Munitionslagerhäuser offen gewesen. Auf der anderen Seite ist das wohl der Fall. Und ja, hätte ich natürlich gerne auch noch mal eben von innen gezeigt. Da ist so eine Vier-Säulen-Bauweise, also sind so vier so Betonsäulen noch innen drin. Ja, entweder sehen wir das noch oder wir sehen es nicht. Bis gleich. Ja, wir haben hier irgendwie so 19 Grad. Es wird auch schon wieder warm. Ich meine, ihr seht die Witterungsverhältnisse. Teilweise blauer Himmel, dann nach vorne alles ein bisschen gräulich. Könnte auch mal regnen. Wäre nicht schlecht, wenn es das täte. Wäre mir auch egal jetzt. Aus der Richtung kommen wir. Das ist die mittlere Schleife. Hier geht es dann wieder zum Anfang. Und ihr habt ja vorhin den Weg, der da durchführt, gesehen. Das heißt, die Moonlagerhäuser, die hier jetzt stehen, bis zum Weg nach vorne, wo wir dann das Gelände auch wieder verlassen werden, die haben wir jetzt nicht gefilmt. Gucken wir gleich mal, wie groß meine Motivation dazu noch ist, weil wir haben hier noch eine andere Sache, nämlich den ehemaligen oder die vermeintlich ehemalige Hauptzufahrt zu dem Gelände. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Vorher gehen wir natürlich hier noch runter und gehen noch einmal hier dann links ab in die dritte Schleife. Wobei sich mir dann auch wieder die Frage stellt, wohin geht es hier geradeaus noch? Es bleibt spannend. Mag natürlich auch sein, dass wir einfach zwei Zufahrten hatten oder eben auch irgendwo ein Nottor. Das hat sich bisher hier noch nicht gezeigt, dass man da irgendwas hätte erkennen können. Wir schauen mal. Ja, das ist dann hier das erste Moonlagerhaus in dieser dritten Schleife. Nur der Vollständigkeit halber, dass ich das mal eben einmal einblende. Ja, da war auch wieder das Lichtteil oben dran zu sehen, die Halterung. Ach, hier fliegt auch ein Viehzeug rum. Ja, so ist das manchmal. Mehr ist da nichts dran. Jetzt gucken wir hier nochmal das zweite Gerät an. Oh, ich sehe, hier ist auch so ein Opferplatz eingerichtet worden. Hier ist also auch öfter mal was. Ah ja, da sieht man noch. Da sieht man noch den Brandplatz. 1917 sind wir hier. Ja. Ich schaue euch wieder dazu, wenn sich hier merklich Interessantes tut. Am Ende der Schleife angekommen, kommen wir hier natürlich, wie soll es anders sein, wieder auf die T-Kreuzung. Da geht's wieder zurück Richtung unseres Infiltrationspunktes. Und hier runter müsste der vermeintliche Haupteingang gewesen sein. Da habe ich gestern, bin ich nämlich auch hierher gegangen. Da habe ich dann nämlich schon was gesehen. Das filme ich euch jetzt eben. Das habe ich natürlich gestern nicht gemacht. Das wäre auch ein bisschen merkwürdig gewesen, wenn ich das gefilmt hätte und den Rest nicht. Also ich schaue euch wieder dazu, wenn wir da in dem Bereich sind. Hier geht nochmal ein Weg ab. Der wird mich da hinten hinführen zu dem anderen Weg, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, wo der hinführt. Rückweg ist gesetzt. Wir gehen hierher, weil wir müssen sowieso da wieder hoch. Also können wir auch genauso gut daher gehen. Kommt aufs Gleiche raus. Nur eben mal zwischendurch angemerkt, weil wir jetzt natürlich eben auch aufgrund des Weges dort noch nicht am Haupteingang oder Ausgang des Geländes sind.
So, das kann jetzt aber eigentlich auch nicht mehr ewig dauern. Wobei gestern war auch, hatte ich auch schon den Eindruck, es liegt ziemlich weit ab davon. Ja gut, ist dann eben so, ne? Okay, ich schaut euch wieder dazu, definitiv diesmal, aber wenn wir dann da sind. Ach, Leute, wir haben es endlich geschafft. Hier sind die Strukturen, die ich euch zeigen wollte. Rechts, links jeweils eine große Säule. Ja, da war mal irgendwas dran, ne? Irgendein Scharnier wahrscheinlich oder so, damit man hier so ein Tor öffnen konnte. Oder, ne? Ich sag mal, wie immer, weiß der Geier. Da unten ist so ein Teil, da ist so ein Dingen, ne, was da sich wirklich mal drin befunden hat. Wie das hier aussah, kein Mensch vermag es zu sagen. Auf jeden Fall sind hier zwei so Betonstelen und genau in die Richtung führt die Straße zu dem Mondepot hoch. Ach, guck mal hier, das ist natürlich auch schön. Hier ist noch so ein Übrigbleibsel vom ehemals angebrachten Zaun, also sprich, ja, ich glaube, so kann man sehen, ne? Hier die kleinen Maschendrahtstrukturen, die man dann hier noch erkennen kann. Ja, das haben wir hier so dran gebaut. Ja, mal eben gucken, ob auf der anderen Seite auch noch irgendwie was ist, was uns noch weiterhilft. Oh Gott, ey. Ja, hier zeigt sich dasselbe Bild. Das hat man dann beim Rückbau nicht entfernt, weil es wahrscheinlich auch zu aufwendig ist, müsste man ja wahrscheinlich abflexen oder was. Gut, dann haben wir das wenigstens jetzt noch gefilmt und jetzt werden wir uns ja wieder da auf das Gelände bewegen und dann gehen wir einmal noch nach links und nach oben und dann haben wir alle Bereiche hier auch wirklich ausreichend dokumentiert. Ja, ich denke, dass ich in einer Stunde wieder im Auto bin, wenn das hier so weitergeht. Bis gleich. Wir kommen aus der Richtung, rechts der Eingang, hier dieser Verbindungsweg. Hier ist das erste Mal, dass ich in dem Depot etwas sehe, dass sich hier so eine Struktur öffnet. Vermutlich als Halte- oder Ausweichfläche zwecks entgegenkommender Fahrzeuge. Wobei, vielleicht gab es hier auch eine Einbahnstraßenregelung irgendwo. Egal, ich habe das jetzt mal eben hier zu Protokoll genommen. Wir laufen jetzt hier durch. Ich gehe stark davon aus, dass wir da hinten, wo wir es grün sehen, dass es da nach rechts geht, also wieder zurück nach oben. Und was dann links kommt, weiß ich nicht. Hier ist auch noch mal so eine Fläche, wie ihr unschwer erkennen könnt. Hier haben wir auch Asphaltstruktur in so einem Halbrund, möchte ich schon sagen. Dahinter ist nichts mehr. Und hier, ja gut, hier hat sich natürlich irgendwann mal ein Weg etabliert. Mag sein. Mag sein, dass auch hier noch Asphalt ist, aber ist jetzt Getue. Hier vorne ist es definitiv so. Ja, dann gehen wir jetzt weiter und ich schaut euch spätestens dann da hinten wieder zu. Hier ist auch wieder so eine Struktur. Es ist natürlich möglich, hier in der Mitte befinden sich jetzt auch kein älterer Baumbestand, dass das auch noch alles versiegelt ist und dass wir da vielleicht auch entsprechende Schuppen oder überhaupt so Lagerschuppen hatten, die jetzt letzten Endes nicht so befestigt waren wie die anderen Moonlagerhäuser. Das ist natürlich durchaus denkbar, dass sowas da vielleicht auch stand. Das macht jetzt gerade auf jeden Fall zumindest an dieser Stelle sehr den Eindruck danach. Ich lasse euch nochmal eben hier on air. Wir sind vorne, könnt ihr es vielleicht schon erkennen, da öffnet sich nochmal wieder sowas. Das ist doch sehr regelmäßig hier. Daher würde ich schon bald sagen, dass da vielleicht auch ja, einfach irgendwas stand, was jetzt eben nicht mehr da ist. Gucken wir mal hier. Was haben wir denn da? Oh, ich bin schon erschrocken. Da ist eine richtig dicke Kanzel hier. Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass hier das hier mal was war. Ne? Gut. Ja. Egal. Egal, Karl. Weiter geht's. Bis gleich. Oh, eine Sache habe ich noch. Jetzt fällt mir gerade ein, dieser Struktur können wir nachgehen. Es gibt von 1953 noch Aufnahmen, Luftaufnahmen, die das Gelände hier abbilden. Und auch bei mir auf dem Geländemodell können wir genau hier an diesen Stellen nochmal eben schauen, was zeichnet sich da ab.
Und vielleicht sehen wir 1953 da auch schon irgendwelche Schuppen stehen. Möglich ist das. Gut, aber das seht ihr jetzt auch. Das blende ich euch nämlich. Währenddessen ich hier jetzt noch irgendwie die Zeit fülle mit Reden dann ein. Wir haben hier auf diesem Gelände auch noch Struktur der Wehrmacht. Und das ist dann auch manchmal, wenn du ein Luftbild von 53 hast, einfach ja, schwer zu unterscheiden. Ne? War da vielleicht noch was, stand da noch was von der Wehrmacht? Oder haben die Amerikaner da schon irgendwas hingebaut? Ja, sind halt doch, ne? Es sind ja halt doch 8 Jahre nach Kriegsende. Da kann sich natürlich schon mal was tun. Und von daher schwer zu sagen manchmal. So, bevor ich euch jetzt hier schwindelig laber mit diesem ganzen Gesabbel dort, habe ich euch mal eben was eingeblendet. Und zwar haben wir hier eine Luftaufnahme von Google Earth von, ja, ich weiß es gar nicht, 2000, irgendwie sowas. Auf jeden Fall ein bisschen älteres Datum. Und das ist mir nachher bei den Recherchen dann auch wirklich erst bewusst geworden, wie groß dieses Depot eigentlich war. Ihr seht, und das markiere ich euch jetzt alles mit Pfeilen, oben rechts in dem Bereich diese 3 Schleifen, wo die Munitionslagerhäuser stehen, die 36 Stück. Dann haben wir hier einen sehr langen Weg zurückgelegt, bis wir zu dem Anfang kamen des des Depots. Ich mache jetzt hier auch One Take. Ich habe keine Lust, hier noch irgendwas zu schneiden. Das muss nicht alles glatt gebügelt und toll werden. Vorne auf jeden Fall, wo ich euch markiere, da sind diese beiden Säulen. Links daneben ist hier eine freie Fläche. Die habt ihr im Video nur so ganz kurz mal am Rande gesehen. Und dann müssen wir mal den gesamten Bereich betrachten, der also zwischen den Moon-Lagerhäusern steht und dem Tor. Und da seht ihr ebenfalls noch Struktur. Und da haben wir in der Mitte klar erkennbar einen Weg. Und diesen Weg, den bin ich jetzt gerade bei der ganzen Schwurbelei entlang gelaufen. Und da habe ich entsprechend links wie rechts diese kleinen Einfahrten gesehen. Das Ganze zeige ich euch mal, wie das 1953 im Luftbild aussah. Fangen wir mal eben an mit einer Komplettübersicht. Ich gehe gleich noch mal ein bisschen auf ein Detail an. Nur damit ich hier mal eben kurz die Pfeile einzeichnen kann. Das ist ganz schön hier mit so einem Overlay auch. Man erkennt da die 3 Schleifen auch wieder, die da oben rechts entsprechend eingetragen sind. Ja, und dann seht ihr in der Mitte eben diese Strukturen, die die Amerikaner da mutmaßlich eben schon früh angelegt haben. Die gab es, diese ganze Geschichte dort gab es eben deutlich früher, bevor es rechts die Moon-Lagerhäuser gab. Den Eingang zu der Geschichte markiere ich euch auch hier mit einem Pfeil und ja, dann gucken wir uns das Ganze jetzt nochmal aus der Nähe an. Ja, hineingezoomt ins Bild ergeben sich dann hier folgende Eindrücke. Ihr seht ja hier das Straßen- und Wegenetz eingezeichnet. Ja, in der Mitte dieser Hauptweg, auf dem wir uns da eben befunden haben oder auch immer noch im Video befinden, da kann man eben entsprechend links wie rechts so kleine Wegelchen erkennen, die da abgehen. Und wir haben unten im linksten, also im westlichen Bereich, da haben wir sogar 2 langgezogene Gebäude, die die Amerikaner da in den frühen Jahren aufgebaut haben. Da ist heutzutage nichts mehr von zu sehen. Auch im Geländemodell sind die nicht mehr zu erkennen. Und auf diesen, ja, ich sag mal, Abstellflächen, die da links wie rechts von dem Weg abgehen, da sieht man auch bei genauer Betrachtung, dass ein oder andere Gebäude draufstehen. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier vielleicht noch eine Aufbauphase auch hatten, dieses Depots, dass das noch nicht alles genau so war, wie es sich nachher darstellte. Ich habe von der links oben im Bild befindlichen Schleife auch noch ein Geländemodell. Da sind also wohl auch noch Gebäude dazu gekommen, da hat man die Struktur wohl nochmal verändert. Nichts Genaues weiß man. Wie gesagt, das Bild ist von 53 und ich kann mir vorstellen, dass eben dieses Depot, was wir hier mutmaßlich im Aufbau sehen von den Amerikanern, dass das einfach über die Jahre immer mehr an Bedeutung verloren hat, dass man diese Struktur vielleicht gar nicht mehr benötigte und eben entsprechend im östlichen Bereich des Geländes diese Moon-Lagerhäuser gebaut hat und das andere hat man dann einfach nicht mehr bewirtschaftet oder ist vielleicht sogar selber schon zurückgebaut.
dazu fehlen mir persönlich jetzt die Kenntnisse, aber ich finde dennoch, die Eindrücke sind schon ganz interessant, was man hier aus diesem alten Luftbild herauslesen kann. Und ja, ich, wie gesagt, blende euch da noch das Geländemodell gleich noch eben zu ein. Und damit höre ich jetzt auch hier mit der Moderation aus dem Off aus und ich schalte dann wieder zurück aufs Außenstudio, wobei da wahrscheinlich noch so ein paar Bemerkungen drin sein werden, ne, die eben den Kenntnisstand von damals, also meinen damaligen Kenntnisstand, widerspiegeln werden. Also bitte nicht dran stören. Tschüssikowski. Ja, da vorne kommen wir gerade her. Da habt ihr diese Einblendungen ja gesehen. Und da sind wir hier an der Ecke. Hier, sag ich jetzt mal, verläuft sich der Weg. Hier führte wohl keine Straße raus. Also auf jeden Fall nicht eine von den Amerikanern genutzte. Hier haben wir ebenfalls so einen Feldweg. Hier kann es natürlich sein, aufgrund der etwas breiteren Struktur, vielleicht war hier mal eine Notausfahrt. Aber das ist auch alles nur vielleicht. Was ich ganz gewiss weiß, ist, dass wir diese Straße jetzt hier geradeaus bis zum Ende durchgehen und nach rechts abbiegen werden. Und da sind dann die letzten Moonlagerhäuser vor unserem Exfiltrationspunkt. Ganz hervorragend. Bis gleich. Ja, man könnte meinen, ich habe das hier an zwei verschiedenen Tagen gefilmt. Habe ich aber nicht. Das Wetter hat sich mittlerweile so geöffnet hier. Es ist schon wieder richtig warm geworden. Wir sind jetzt hier an der oberen ersten Schleife und ja, das ist hier das erste Moonlagerhaus, was wir hier noch zu Gesichte bekommen. Ich nehme bald an, dass wir hier kein offenes vorfinden werden. Das wird nämlich jetzt sehr eng, wenn da auf den letzten Meter noch eins kommen sollte. Würde mich doch schon sehr wundern irgendwie. Sagt niemals nie. Ja, ich filme das jetzt hier und wenn sich nichts Dolles mehr tut, dann gibt es gleich noch ein paar abschließende Worte von der Geschichte. Und ja, spätestens dann sehen wir uns wieder. So, 1945. Der letzte Bau, den wir noch nicht hatten. Hier vorne geht es wieder runter. Und das werden wir jetzt auch tun. Wir verlassen jetzt hier das Gelände. Mal eben einmal nach vorne schauen. Hier war gerade noch jemand. Nicht, dass wir hier noch wieder irgendwelche Hundealarme haben. Das sieht nicht so aus, als wenn da ein Hund wäre. So, ja. Okay, dann. Abschließende Worte zu dem Gelände. Es ist gut, dass ich es dokumentieren konnte. Es war auch für diesen Spaziergang hier ausreichend interessant. Aber dennoch muss ich ganz ehrlich sagen, die klassische Standort-Munitionsniederlage der Bundeswehr ist doch einfach spannender. Da hast du mehr Sachen, ne? Da hast du hier und wieder mal noch so ein Postenhäuschen stehen oder irgendwo eine Deckung, die man da, so eine Stellung, die man da gebaut hat oder Telefonhäuschen oder auch den Brandgeräte, den Bekämpfungssatz davon, die Aufbewahrungshäuschen, Kästen und was es da nicht alle gibt. Das ist schon immer irgendwie, ja, weiß ich nicht, das ist so eine Wundertüte, da hat man immer auf jeden Fall mehr Eindrücke, mehr zu begucken und das ist hier halt ja eben ziemlich klinisch, du hast hier nur diese Moonlagerhäuser und den Rest hat man dann hier auch entsprechend weggemacht, wobei ich gar nicht weiß, ob der Amerikaner überhaupt so Posten, Telefonhäuschen und sowas hatte, das entzieht sich komplett meiner Kenntnis und ja, ob man hier auch mal irgendwo im Randbereich so Stellungen hatte, Giuseppe, aber dennoch. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Lasst gerne ein Abo da, ein Like und wenn ihr irgendwas über das Gelände hier wisst, schreibt da auch gerne einen Kommentar oder schreibt auch einen Kommentar, danke fürs Video oder so. Freut mich ja auch immer, wenn man da so ein bisschen positives Feedback bekommt. Ihr könnt mich unterstützen mit einer Kanalmitgliedschaft oder auch einer PayPal-Spende. Das alles ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung eingeblendet. So, und jetzt will ich euch nicht weiter mit dem Gesabbel langweilen. Hier sind wir wieder auf dieser Panzerringstraße und ja, jetzt muss ich das mal eben schnell beenden. Ach ja, die klassische Situation, du laberst hier in die Kamera rein, links irgendwo aus dem Wald kommen Leute mit dem Hund an der Leine und dann
Das habe ich auch gar nicht gesehen. Ne? Und dann kommen da irgendwelche Schreie. Hysterische Schreie. Das ist ja überhaupt nichts gewesen. Und dann musst du schon mal das Video abrupt abbrechen. Ich weiß gar nicht, wo ich stehen geblieben bin, aber ich glaube, das ging einfach so ein bisschen weg. Ja. Was ein Gelaber. Gut. Bis die Tage. Was ein Schwachsinn. Schwachsinnigste Moderation ever.